Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und den mir am häufigsten gestellten Fragen, die ich in dieser Videoreihe ein wenig beantworten oder beleuchten möchte. Wer jetzt nicht genau weiß, wer ich bin, dann kurz in das Einleitungsvideo von dieser Playlist reinschauen, da erkläre ich alles und dann wisst ihr auch, wer ich bin und wieso ich euch das überhaupt hier erzählen kann, möchte oder sollte. In diesem Video geht es über Langstrecke. Vermutlich sind einige von euch auf diesem Video, weil gerade eben sie eine Faszination haben für diese Langstrecke. Das erste Mal 100 Kilometer fahren, das erste Mal eine Transalp bestreiten oder das erste Mal vielleicht sogar ans Meer radeln von Deutschland aus. Das sind so diese Träume, die man hat, die vielleicht auch du hast und die auch ich habe, und zwar ständig und immer, und ich plane ganz wie verrückt. Ich kann nicht alles umsetzen, immer was ich plane, aber ich plane sehr viel und habe in meinem Kopf diese Fantasie, ich muss da wieder ans Meer, ich muss über die Berge, ich muss an Gardasee und so weiter und so fort. Ihr kennt das, da muss ich euch nichts erzählen. Bei einigen von euch braucht es vielleicht noch so einen kleinen Anschubser oder ein bisschen Mut, um dieses Vorhaben dann wirklich in die Tat umzusetzen. Und ich denke mal, da kann ich euch ein bisschen unter die Arme greifen, denn auch ich habe 2016, bevor ich meine allererste Tour gemacht habe, natürlich diesen Mut gebraucht, um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Und im April 2016 habe ich meine allererste Tour gefahren, die etwas länger war als 60 Kilometer. Nämlich, sie ging nach Südtirol ins Finchgau, ich glaube 320 Kilometer oder was waren das. Und die Frage ist jetzt, was braucht man an Vorbereitung bei dieser Geschichte? Was braucht man an Ausrüstung? Was braucht man an Training? Braucht man überhaupt Training oder ist das vielleicht sogar eine Kopfsache? Also mentales Training vielleicht sogar. Die alles entscheidende Frage ist jetzt also, wie bereite ich mich denn auf eine solche Tour vor, auf so eine lange Tour? Muss ich irgendwas beachten oder nicht? Und da bin ich ein Fan davon, dass ich sage, lieber weniger vorbereiten als zu viel. Was meine ich jetzt damit, lieber weniger als zu viel? Ich bin der Meinung, dass wenn man zu kopfig unterwegs ist, sich zu viele Gedanken macht, was könnte einen erwarten, was sind die Schwierigkeiten, um Gottes Willen schaffe ich das überhaupt, was sind da, da sind Berge dazwischen, um Gottes Willen, wie steil ist der Gradient von dem Pass und sonst irgendwas. All diese Gedanken, die hemmen einen eher so ein bisschen, das killt so richtig die Motivation oder die Vorfreude oder auch einfach die Fähigkeiten, Planen umzusetzen. Und man sollte natürlich nicht irgendwie fahren, wenn lebensfeindliche Bedingungen herrschen oder man irgendwie krank ist oder irgendwas am Herzen hat oder, keine Ahnung, gerade einen gebrochenen Fuß, jetzt mal, um es ein bisschen plakativ zu sagen. Aber wenn du gesund bist und dir nichts fehlt und du auch Fahrrad fahren kannst und dir zutraust, dass du 50, 60 Kilometer fährst, ja, wieso solltest du dann nicht auch eine längere Tour fahren? Ich hätte jetzt gesagt, dass es vielleicht am besten ist und vielleicht euch auch am meisten bringt, wenn ich euch ein bisschen erzähle, wie ich denn an meine allererste Tour herangegangen bin. Ich habe ja vorher schon davon gesprochen, das war die Tour von München nach Südtirol, genauer gesagt Richtung Meran, die 300 noch was Kilometer, die das waren. Wie bin ich da rangegangen, wie habe ich trainiert dafür und so weiter und so fort. Also würde ich sagen, fangen wir einfach mit der Geschichte an. Diese Tour hat stattgefunden oder begann am 9.04.2016. Ich hatte zu diesem Datum, zu dieser Zeit noch nie eine Tour gefahren, die länger als irgendwie 60 oder 70 Kilometer oder so war. Und ich habe mir erst 2 Wochen davor ein Rennrad gekauft, mein Giant Propel. Zwar nicht mein allererstes Rennrad, ich hatte davor schon mal ein gebrauchtes mir gekauft gehabt, aber ich bin gar nicht klar gekommen damit. Aber ich habe so ein bisschen schon dieses Rennrad-Feeling schon ein bisschen gehabt und es hat mir schon Bock gemacht. Aber was mir nie Bock gemacht hat, ist einfach nur irgendwie zum Starnberger See zu fahren von München aus. Jeder kennt die Strecke, jeder Münchner. Da hatte ich nie so die große Lust drauf, sondern ich hatte irgendwie immer, ich brauchte was, was mich motiviert. Ja. Motiviert hat mich, dass ich als Kind häufig in Südtirol schon war. Wir, meine Familie, hatten eine kleine Ferienwohnung bei Meran eben. Und da sind wir öfter mit dem Auto hingefahren, eine unermesslich lange Strecke, 5, 6 Stunden gefühlt oder 20 Stunden gefühlt für uns als Kinder, bis wir da mal da waren. Und die Landschaft da, die hat man natürlich irgendwie so ein bisschen gekannt auf dem Weg dahin. Aber die Vorstellung, in Südtirol anzukommen mit einem Fahrrad, war so irgendwie so unermesslich und so wunderschön. Das war meine Hauptmotivation und deshalb habe ich mir gedacht, komm jetzt, zack, aufs Rad, nimm dir ein paar Tage frei. Ich habe insgesamt, glaube ich, 5 Tage frei gehabt
nimm dir ein paar Tage frei und dann radelst du jetzt da einfach runter. Und wenn du 4 Tage brauchst, dann ist auch wurscht. Ich habe eine EC-Karte dabei, ich habe mein Pass dabei, sodass ich schön einchecken kann in ein Hotel. Mit dem Internet kannst du dir schnell irgendwas buchen oder du suchst es halt einfach vor Ort, dass du irgendwo pennen kannst. Und so bin ich dann quasi losgefahren. Seit 2 Wochen hatte ich dieses Rad. Ich bin erst 1-2 Mal damit gefahren, groß, also eine bisschen längere Strecke. Und von Technik habe ich 0,0 Ahnung. Ich kann Platten reparieren, aber ansonsten gerade diese Rennradtechnik und mit diesen Schaltern und sonst was war ich jetzt auch noch nicht so, war jetzt auch noch nicht so fit. Meine Ortskenntnis hat sich beschränkt auf, was ich eben durchs Autofahren kannte, als Kind, das Beifahren oder halt so auch schon, dass ich mit dem Auto selber hingefahren bin. Und genau die Strecke wollte ich dann auch fahren, von München über Mittenwald, Telfs, Imst und dann nach Landeck. Und dann geht es über die Schweiz, ein kleines Dings rüber zum Reschenpass. So, ihr kennt es, ihr habt vielleicht schon ein Video da von mir gesehen, das bin ich ja schon ein paar Mal gefahren. Mein zeitlicher Rahmen eben, waren 4 Tage, habe ich mir gedacht, wäre es gut, weil am 5. Tag musste ich ja wieder nach Hause fahren, damit ich dann wieder in die Arbeit kann. Somit hatte ich mir 4 Tage geplant und diese 4 Tage sollten eben entweder komplett mit Fahrradfahren gefüllt sein oder ich komme halt am 2. Tag an oder am 3. Tag und habe ich halt nur irgendwie noch einen Tag zum Chillen dort, was ja auch sehr schön ist. Ich zeige euch jetzt halt mal kurz einen kleinen Ausschnitt aus dem Film. Wie gesagt, das ist mein erstes Video, was ich jemals gemacht habe. Ich habe das auch nicht für YouTube so wirklich gedacht, sondern eher für Facebook, für meine Freunde dort. Und ich habe es dann aber auf YouTube hochgeladen. Und ich zeige euch da jetzt einen kleinen Ausschnitt, einfach, dass ihr ein bisschen seht, auch wie ich so ausgerüstet war und was ich so gemacht habe, wie ich so geradelt bin und was für Wetter war. Vielleicht vorweg. Das Wetter war nicht gut, es hatte 2 Grad, es hat die ganze Zeit geregnet, ich glaube 8 Stunden lang oder 9 Stunden lang. Und ja, schauen wir uns das mal an. Es hat saftige 2,1 Grad. Das kälteste vorher waren 1,6 am Silbenstein. Und man sieht auch an der Schneefrequenze. Das ist nicht mehr weit. Dann bin ich auch im Schnee. Also bald bei der Halbzeit von der ganzen Tour. Es ist, glaube ich, 10:30, wenn überhaupt. Ja, 10:30, glaube ich, ist. Hat 4,7 Grad und ich bin zwischen Telfs und Landeck. Und ja, gerade schön ist. Mir fehlt noch nichts. Vorher habe ich mal ein bisschen gekrampft, aber das ist vorbei. Gott sei Dank. Oh, jetzt mit Fäustlingen, da, Fäustlinge. Schön, dann mit meinen Stulpen quasi. Schaut aus. Schaut aus! Dieser Haflinger oder so. Mit den breiten Achsen. Mann! Was sehe ich da? Was sehe ich da? Ist das etwa fast der höchste Punkt meiner Reise? Ist das der Schönsee? Ja. Klapp! Thank you.
Jetzt habt ihr die Ausschnitte gesehen aus dem Film und vielleicht haben sie euch ja so ein bisschen was gezeigt und vielleicht auch so ein bisschen die Message rübergebracht, die ich euch jetzt so ein bisschen verklickern wollte. Meine Message ist nämlich, dass manchmal weniger einfach mehr ist. Die Fantasie, die man hat, wenn man sich überlegt, ich muss die Alpen überqueren oder ich darf, will, möchte die Alpen überqueren. Die Fantasie ist immer viel, viel schlimmer, was man sich da ausmalt. Das ist tausendmal schlimmer, als wie es in Wirklichkeit ist. Irgendeinen Berg hochfahren, sag ich jetzt mal als Stilfsee hochfahren, was man sich dafür Gedanken machen kann, wie schlimm das ist, was für eine Steigung da ist und dann wie viel Kehren und sonst irgendwas. Ich sag's euch, jeder von euch kann das Stilfsee auch hochfahren. Aber es hängt vom Kopf ab. Und wenn du mit dem Kopf einfach offen bist und dir nicht denkst, dir die ganzen Hindernisse schon in deinem Kopf aufbaust, sondern sie einfach auf dich zukommen lässt, dann ist, glaube ich, finde ich, alles gut. Und so bin ich seitdem Fahrrad gefahren. Ich habe häufig keine Ahnung von der Tour, sondern ich habe mir einfach eine Tour auf mein Navi draufgeknallt und dann fahre ich irgendwo hin. Aber ich werde ständig überrascht von irgendwelchen Dingen. Ach krass, da ist jetzt, sag jetzt mal, Innsbruck. Fahre ich bisher nur mit dem Auto, ist ja ganz schön hier. Und dann werde ich überrascht von, ach der Brenner, okay krass, oder ach der Reschenpass. Also, ich glaube, wenn man zu verkopft fährt, dann killt es häufig eben die Möglichkeit, dass man auch Pläne in die Tat umsetzt. Wie gesagt, mit der kleinen Einschränkung, man sollte natürlich vielleicht nicht fahren, wenn es minus 16 Grad hat und man einfach sterben würde, wenn man irgendwo hinfällt. Man sollte vielleicht ein Handy dabei haben, ja, so dass man theoretisch auch abbrechen kann oder Hilfe rufen kann oder sonst irgendwas. Und vielleicht sollte man auch einen Platten reparieren können, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also, mein dringender Appell, sucht euch eine Strecke aus, holt sie euch oder lasst sie euch konfigurieren in einer App, da gibt es ja genug Apps, gibt es vielleicht auch noch mal eine Folge von mir, wie ich das so mache, wie ich so Touren plane und auch wie ich navigiere. Also sucht euch eine Strecke aus, lasst sie euch konfigurieren von einer App oder sucht sie euch im Internet von irgendwem, der schon mal so eine Strecke gefahren ist. Da gibt es genug Portale, wo man sich sowas runterladen kann. Oder schaut euch an, wie ich gefahren bin beispielsweise. Könnt ihr das dann auch eingeben in eure App. Und dann verlängert euch den Tag. Das ist ganz wichtig. Verlängert euch den Tag. Fahrt nicht um 10 in der Früh los, sondern steht um 1 Uhr auf. Und fahrt um 3 in der Früh los, das ist doch völlig egal. Das hat jeder schon mal gemacht, wenn er in Urlaub geflogen ist oder sonst irgendwas, dass er um 3 Uhr irgendwo los musste. Wieso nicht auch beim Fahrrad? Und dann überlegt euch mal, wie viele Stunden euer Tag dann hat. Das ist abartig. Was, glaube ich, essentiell ist, und ich glaube, den Fehler, es ist kein Fehler, aber den Fehler meiner Meinung nach machen viele. Sie wissen nicht so genau, was sie sich zutrauen können und deshalb buchen sie im Voraus Hotels oder Unterkünfte. Das würde ich auf gar keinen Fall niemals, nie tun. Wenn ihr das tut, eine Unterkunft vorbuchen, dann hemmt es euer Vorwärtskommen. Weil wenn ihr um 3 in der Früh losfahrt und ihr nach 150 Kilometern eine Unterkunft gebucht habt, dann könnt ihr nur 150 Kilometer weit fahren. Das ist ja womöglich auch in Ordnung. Man muss ja nicht übertreiben, man muss ja nicht 300 Kilometer am Tag fahren. Aber wenn ihr dann um 15 Uhr in dieser Unterkunft seid und ihr seid gerade in dem Flow drinnen und dann habt ihr aber diese blöde Unterkunft gebucht, dann ist es ein Kampf in eurem Kopf. Ja, gehe ich jetzt in die Unterkunft oder fahre ich weiter? Muss das Geld bezahlen? Muss man eine neue suchen? Deshalb würde ich mir das gar nicht erst antun. Ihr fahrt einfach drauf los und sucht euch spontane Unterkunft. Da gibt es genug Booking.com und keine Ahnung was es da alles gibt. Und da habt ihr die Möglichkeit, das einfach selber einfach spontan dann zu machen, wenn ihr drauf Bock habt. Und ich glaube, dass das ein super wichtiger Fakt ist. Ja, jetzt noch die Frage, was war denn jetzt mein Equipment? Ja. Mein Equipment war eher, ja, ich hätte jetzt mal gesagt spartanisch, bis auf 2-3 Highlights, die ich auf jeden Fall hatte. Gut, die sage ich vielleicht gleich. Mein Fahrrad war natürlich ein absolutes Highlight, ein Traum, dieses Giant. Ich habe mir seitdem nochmal eins gekauft, weil es ist der Hammer. Manche sagen, es ist nicht ein Endurance-Bike, aber keine Ahnung, also ich bin damit ganz gut gefahren immer. Also das Fahrrad ist definitiv ein Highlight gewesen. Dann diese Satteltasche war auch ein Highlight.
Sonst wäre ich mit Rucksack gefahren. Ich hasse aber Rucksäcke und deshalb habe ich diese Satteltasche mir besorgt und gefahren. Und das war zu einer Zeit, wo, das musste ich noch aus Österreich importieren, diese Tasche, weil da gab es einen Laden, der hatte sowas. Ja. Sonst gab es keine Taschen. Und was auch noch der Burner war, war mein Navi, das GPS Map 64S. Und das ist wirklich ein perfektes Navi für alle, die in Outdoor unterwegs sind. Sehr zuverlässig, mit Batterien betrieben, somit unendlich läuft das Ding. Und genau, da konnte ich meine Route drauf spielen und es hat mir einfach gesagt, so, jetzt fährst du geradeaus, dann fährst du rechts. Das ist perfekt für jemanden wie ich, der so ein bisschen Hans Guck in die Luft mäßig unterwegs ist, keine Ahnung hat, wo er gerade durchfährt, aber sich erfreuen möchte, dass er nicht auf Karten schauen muss, alle 7 Meter oder bei jeder Kreuzung. Das waren jetzt so die Highlights. Die nicht so Highlights waren jetzt beispielsweise meine 10 Jahre alte plattgesessene Fahrradhose, die mir gar nicht wirklich genau gepasst hatte. Dann so eine Laufhose, die ich mir so drüber gezogen habe, die war eher kalt, hätte ich jetzt mal gesagt. Dann meine Schuhe, natürlich Sommerschuhe, nicht wasserdicht und super weiche Sohle. Also das war nicht so geil für meine Füße. Die waren dann schon länger taub, das muss ich zugeben. Die waren auf jeden Fall länger taub nach dieser Tour, aber es ist wieder, hat wieder gepasst dann. Dann hatte ich eine Lampe, die mir jetzt nicht mehr ausreichen würde, aber damals meine erste gescheite Lampe war es schon. Und die hat super gereicht, um mich durch die Nacht zu führen. Eine Trailog-Lampe, wirklich sehr basic, auch batteriebetrieben. Das war mir immer wichtig, dass ich einfach Batterien in der Tanke nachkaufen kann. Dann hatte ich mein iPhone 6 Plus, glaube ich, hieß das dabei. Also schon ein sehr gutes Handy, was auch wirklich eine tolle Kamera hat, weshalb ja auch dieses Video entstehen konnte. Und eine Powerbank, um mein Handy zu betreiben, wo ich auch mich getrackt habe mit dem Handy. Und halt gegebenenfalls meine Rückleuchte aufzuladen, die ich natürlich auch noch dabei hatte. Also das war so mein Basic Equipment. Ein bisschen Kettenöl hatte ich dabei und 2 Getränkeflaschen. Und das war es auch schon. Also mehr hatte ich nicht dabei. Und klar, im Nachhinein, jetzt hat, wie gesagt, mit der Lampe wäre ich jetzt nicht mehr ganz so zufrieden. Ich habe eine andere Lampe von Trailog mittlerweile, oder seit 4 Jahren schon, und bin mega happy mit der. Und die Stirnlampe, die ich da, genau, eine Stirnlampe hatte ich auch noch, die ist, glaube ich, bei der Tour dann schon kaputt gegangen, weil Wasser reingekommen ist. Und aber ist wichtig für die Nahfeldausleuchtung quasi. Genau, dann bleibt jetzt zum Schluss nur noch der Aspekt, was soll ich denn jetzt mich trainieren vor so einer Tour? Soll ich das überhaupt tun? Sage ich ganz ehrlich, nö, würde ich nicht tun. Wenn du schon mal Fahrrad gefahren bist, 60 Kilometer oder keine Ahnung was, und weißt, dass du das aushältst, dann würde ich einfach sagen, probier es aus. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann holst du halt ein Hotel, fährst am nächsten Tag weiter. Bevor man sagt, man geht sozusagen den Plan ein, dass man ein Jahr lang trainiert, um so eine Alpenüberquerung zu starten oder um so eine Langstrecke zu starten, dass man dann doch vielleicht einfach erstmal so eine Sondierungsfahrt macht. Also einfach mal schaut, wie weit geht's denn. Im Endeffekt war meine erste Tour eine Sondierungsfahrt. Ich habe gedacht, ich brauche 3 Tage, ich habe nur 1 Tag gebraucht. Und das hat mich getriggert für jede andere Tour, dieses Wissen, dass ich das irgendwie kann. Und das wäre super schade gewesen, wenn ich gesagt hätte, in dem Moment, als ich mega Bock hatte auf diese Alpenüberquerung, dass ich da nach Meran fahre, dass ich dann, wenn ich dann erst mir gesagt hätte, hey, weißt du was, du trainierst jetzt ein Jahr lang und dann probierst du es nächstes Jahr, wie schade wäre das gewesen. Und du würdest es massiv bereuen, wenn du dafür ein Jahr lang trainiert hättest. Und mit Training meine ich jetzt halt nicht, dass man gerne Fahrrad fährt und gerne mal einfach so ein bisschen seine Strecken verlängert, sondern mit Trainieren meine ich jetzt so dieses Gequälte, dieses ich muss jetzt Sport machen, ich muss mir jetzt Zeit rausschneiden aus meiner ohnehin schon knappen Freizeit mit Familie, Kinder und so weiter und so fort. Würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Probier es doch erst mal aus, ob es geht, und dann, wenn es nicht geht, dann kann man ja immer noch sagen, gut, mir hat ab 160 Kilometer irgendwie hat's den Schalter rausgehauen, dann werde ich jetzt halt wohl doch mal ein bisschen trainieren. Von was ich jetzt gesprochen habe, ist dieses Körperliche, ob man körperlich irgendwie sich darauf vorbereiten muss. Mental, im Endeffekt ging jetzt so das halbe Video um das Mentale eigentlich, dass man sich einfach mal Sachen zutraut, ohne dass man groß Angst hat, ohne dass man sich vorstellt, wo man überall versagen könnte oder wo man überfordert sein könnte. Also summa summarum, das Mentale ist wahrscheinlich, meine ich, der Key-Faktor hier an der Geschichte. Und da hätte ich einfach gesagt, sei offen, trau dir das einfach zu und fahr einfach los.
Ich hoffe jetzt, dass ich euch so ein bisschen die Angst vor so einer Langstrecke nehmen konnte. So eine Langstrecke ist nichts anderes als eine Fahrradtour. Und wenn ihr Fahrradtouren schon mal gemacht habt, dann könnt ihr auch eine Langstrecke fahren, vom Know-how her, meine ich jetzt halt mal. Also, probiert es, seht es als Versuch an, habt kein Problem damit abzubrechen, nehmt ein bisschen Geld mit, dass ihr einfach in einem Hotel übernachten könnt oder sonst wie. Vielleicht fahrt ihr zu zweit. Macht euch nicht zu viel Gedanken, denn das Mentale, meine ich, ist eher das Problem als das Körperliche. Und dann, denke ich, könntet ihr einfach es mal ausprobieren und womöglich es schon bei der ersten Tour merken, dass es funktioniert. Und das sage ich euch gleich, das ist das beste Gefühl ever. Ich habe dann übrigens nach dieser ersten Tour, habe ich dann mir sofort in der nächsten Woche wieder freigenommen und das ist gleich mein zweites Video dann gewesen. Dann bin ich dann von München über den Brenner zum Gardasee geradelt und dann wieder ins Finchgau zurück und dann da noch ein bisschen so Tagestouren. Vielleicht noch ganz zum Schluss, danke, dass ihr dem Kanal treu seid und dass ihr meine Videos anschaut, das freut mich immer sehr und ich hoffe mal, dass ich mit dieser neuen Reihe so ein bisschen noch Licht ins Dunkel bringen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich bei meinen anderen Videos, die dann noch folgen werden in unregelmäßigen Abständen, natürlich auch dabei seid und vielleicht könnt ihr ja irgendwas mitnehmen. Wenn ihr irgendwelche Geschichten habt, wo ihr nicht ganz einverstanden seid mit dem, was ich hier so fasel, das ist ja nur meine Meinung und nicht irgendwie allgemein gültig, dann schreibt mir das in die Kommentare rein. Vielleicht kann ich es im nächsten Video dann aufgreifen und dann können wir darüber quatschen. Genau, also danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Haut rein, viel Spaß, Kette rechts.